Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Talbach. Ja, wir müssen noch Ballen wegstapeln. Last but not least, aber dann haben wir auch ewig genug hier. Also ganz ehrlich, dann brauchen wir hier keinen Strom mehr hinfahren. Oh, ich habe die nicht auf den Kopf gestellt, die Idioten. Okay. Nur muss so gehen. Sind nur noch zwei Stück, die stellen wir so rein. Dann haben wir die hier auch schon mal weggestapelt, ne? Perfekt, oder? Ja, fast perfekt. Aber wir brauchen uns hier erstmal keine Sorgen mehr um Strom machen. Können wir die Presse nehmen, können zum schon mal wieder Richtung Hof fahren. Wir müssen ja eigentlich nur an Pferdehof vorbei, ne? Da liegen ja auch noch Ballen rum. Die müssen wir auch eben wegstapeln eigentlich. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht verkaufen wir auch mal zwischendurch eine Rutsche Kompass, um das auszuprobieren. Dirk hat ja gesagt, du kannst mit einem Hänger drunter brackeln und das Förderband. Oh. Aber ich würde den eigentlich lieber zum Düngen nehmen, ey. Ich ganz ehrlich. Nicht für Klappern unbedingt. Was ist das denn für ein Zappelball? Oh, guck mal hier, sogar Schlauchdingsbumshalter. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Korrekt. Oder? Perfekt. Irgendwer bricht ab. So, das Thema ist erledigt. Presse hinterher ab zum Pferdehof. Dann schnappen wir uns in den Morg und gucken mal eben eine Rutsche. Kompost oder so. So, Abfahrt. Ne, Vorwärtsgang hätte Vorteile. Dass wir ein bisschen Abwechslung in der Folge haben. Ballen müssen eh noch weggestapelt werden, aber so ein bisschen Abwechslung, ne? Unsere Curse-Player sind ja alle am Arbeiten. Deswegen haben wir erstmal nicht so einen Stress. Wir müssen zwar auch noch Kalk fahren. Aber easy peasy, ne? Ein Grasmähen, das wäre auch noch. Das wäre wichtig, ne? Da kommt gerade nichts, also Gas. Richtig gut vorankommen. Oh, ich hätte auch den anderen Weg fahren können, ne? Na egal. Von hier lang. Ich habe noch kein Bild, ne? Jetzt hier. Schicki vorne ihn zum Pferdehof. Dass das auch ein Stissel ist. Dass wir uns da nicht mehr drum kümmern brauchen. Wäre zumindest für mich cool, ne? Und wenn du immer mit Curseplay arbeitest, hast du halt nur noch die Aufgaben, die nicht so immer so dankbar sind, ne? Das ist wohl wahr, ne? Aber egal. Mich stört das nicht so. Tu ganz gerne Ballen stapeln, wenn sie nicht so rumzicken und so, dann geht das ja auch hockizucki. Sind wir auch schon gleich da. Eben hier rein. Oh, jetzt sind aber auch ein ganzer Schwung. Ey. Ich wusste gar nicht, dass das noch so viele sind. So, du bleib mal eben da stehen. Stapeln bei ihm so da rein. Also viele brauchen wir hier nicht. Hier können wir auch noch einen Teil von verklappern. Nee, nicht verklappern. Behalten. So, guck, der Fendt da fleißig an rumprödeln. Muss auch Gas geben da. Müssen wir mal gucken, auf welche Ecke wir Möhren sehen, ne? Nur ob wir eine eben ein bisschen teilen. Möhren brauchen wir für Schafe. Und ich glaube, Möhren kannst du auch für Schweine nehmen, ne? Oder?
nicht, ist auch egal. So, alle Ballen brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht hier, ne? Also 12 Stück liegen haben, dann ist genug. So viel Pferde werden wir hier nicht machen. Das zeige ich euch jetzt schon. So 3, 4. Das wäre ganz cool. Die können ja nebenher laufen, so als kleine Einnahmequelle, ne? Finde ich zumindest persönlich ganz cool. Mal schauen. Kann man die da drauflegen? Das ist ja bestimmt nicht so lustig. Die backen bestimmt durch die Gegend hinterher, wenn das Spiel neu startet. Nee, ist nicht so günstig. Gleich weggeräumt. Ich sag ja, es gibt Tage, da klappt das Ballenstapeln gut und es gibt Tage, da klappt das Ballenstapeln gar nicht. Ne? Das ist Tagesform, glaube ich, abhängig. Die zwei noch. Wenn wir die beide mitkriegen? Natürlich nicht. Nee. Ein Pike ist da noch total besoffen. Dann nehmen wir die zwei noch. Die Rest. Welchen tun wir eben? Nee, Leute, da. Hier, Abfahrt. Fackeln wir jetzt gar nicht lange rum. Wieso? Ich sag, hey, es gibt Tage, da klappt es gut und dann gibt es wieder Tage, da klappt es gar nicht, ne? Und die Tage sind, glaube ich, Ballenform abhängig. Jemals ganz gut geklappt, jetzt klappt es wieder nicht, ne? Das war auch knapp, war. Aber er hat auch echt direkt gleich erledigt. Wollen wir uns da auch nicht mehr drum kümmern. Und die eben noch. Jetzt wieder mutig, ja? Oh oh. Nicht hingucken. So, da ist der Trigger groß. So, erledigt. Schickhaken hinter. Ab mit dem Geschoss zum Hof. Abfahrt zum Hof, Leute. Da ist Stroh. Schweinestroh. Kuhstall haben wir Stroh. Perfekt. Dann das Ding zum Hof. Dann war das erledigt. Jutti jut. Komm, der ist schon mal vorne. Ja. Passt mir ganz gut so.
Perfekto. Quarky, quarky, quark. So. Upsi. Upsi. Hier hin. Presse weggestellt. Oh, wieder was für dich, ne? Oh, oh, oh. Ich nehme noch ein Stück vor. Haben wir die Miststreu eigentlich schon mit zum Hof genommen? Wisst ihr das hier? Ich weiß das gerade gar nicht, ob wir das hier gemacht haben. Oder steht der Miststreu noch beim Händler? Soll man gucken. Ich glaube, der steht noch beim Händler. Ja. Die Korn. Oh, das geht in die Hose. Von Bremse rein, Vorwärtsgang, Pass. Mal eben gucken, wie weit die sind. Das läuft hier. Ganz gut, ne? Wo muss das Ding schon repariert werden, oder? Garage. Oh, wir haben echt viel. Haben wir zwei von denen? Okay. Läuft, wa? Da müssen wir nur mit einem Hänger drunter. Oh, hier ist bald fertig. Ist die Maisdrillung auch schon durch? Oh, ein schnuckeliges Gerät, oder? Mal ganz ehrlich, die Drille. Schnuckelig, oder? Ich mach die total leid, ey. Perfekt, oder? Es läuft. Wie sieht's hier aus? Ja, war klar, da fahren wir gleich hin. Aber jetzt kommt auch Unkraut durch, ne? War auch klar. Siehst du, da stehen doch noch Sachen bei. Ach ne, das hier sind die. Hier haben wir auch noch Sachen stehen. Die müssen wir auch noch alle zum Hof holen. Ja, das machen wir dann. Das kriegen wir easy peasy hin, ne? So Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.